meiner Tasche. So, wir sehen Radeberg gegen den ESV Radeberg in Blau und ESV in Rot. Und die Bewässerungsanlage sprüht noch fröhlich vor sich hin. Anstoß hat Radeberg. Das Spiel kann nur nicht angepfiffen werden, da die Bewässerungsanlage immer noch aus viel Spruch. Jetzt ist sie fertig. Uiuiuiui. Sehr gut.
schön. Hochgestiegen. Schön. Abseits gepfiffen, sind spät. Hey, wir fliegen auf!
schieben, 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 schieben. Auf die Länge! Ui. Schade. Natürlich, was hast du gedacht, wenn ich schon mal hier bin? Na, ich hab nur nach einer Zange gefragt. Gut, ich hab. Na klar, siehst du doch. Ich hab wieder drei Beine unterm Arsch. Das Feld ist irgendwie wirklich ziemlich klein. Aber es ist irgendwie. Es ist neuer Kunstrasen. Also mit dem Blau sieht das aber auch irgendwie. Ist egal, Passi, passiert. Besser Eis. Guck mal die Fanbase an. Ich glaube, das stehen wir ganz gut da. Machen wir überhaupt rein oder ist auch ein bisschen was hier im Exklusivplatz? Ich habe gefragt. Ich bleib jetzt hier einfach stehen. Na klar, bleib doch hier stehen. Warum? Ui! Ah, oh, schade. Das war ein schönes Ding. Die ESV sind hier. Aber einer müsste mich mal kurz ablösen. Benji löst ihn, du ihn mal. Ich hab da so einen Drang. In der Hand. In der Hand hab ich schon den.
Ich weiß gar nicht wissen. Ich weiß auch nicht, ob der Akku die 90 Minuten durchhält. Gustl hat uns Hallo gesagt. Zehner. Gustl ist auch Zehner, ja. Nuck, genau. Ja. Ey, der Zehner ist das ja. Spielt super. DSC Fendt, ihr fahrt euch leicht von live von Eisenbahn Sportverein. Na klar, dafür sind wir hier. So, 15 Minuten, ihr habt nichts verpasst. Kannst du dann noch reinschreiben, in den letzten 15 Minuten ist nichts passiert. Ach, falsch. Nee, ich habe ja noch einen 10-Akku dabei. Ich weiß nicht, ob die zusammen auf 90 Minuten kommen, das ist problematisch. Weil der hat wieder so Uni aufgeladen, dummerweise. Aus irgendeinem Grund. Der lag wahrscheinlich zu lange rum. Aber ich kann mir auch nicht wegrechnen. Nein. Aber ist doch schön. Sieh mal, Radeberg, der Radeberger Trainer von Zota hat Hallo gesagt. Schon gut. Ach, Radeberg ist das. Nur ist Radeberg. Also unser einziger Auswärtsgegner, unser Erzfeind. In der Saison werden wir überall Heimspiele haben. Liegt es mit der Formulierung falsch? Nein. Ich glaube, wir werden wirklich überall die Mehrheit stellen. Das heißt bei Dynamo 3. Haben wir die Mehrheit wirklich sicher? Ja, ich denke schon. 70 Leute von uns. Ich habe vorhin mal. Ah, scheiße. Ich habe vorhin mal durchgezählt, 70 Leute, und hast mal beim Torjubel mal geschaut, wer von Dynamo eigentlich als gejubelt hat. Das war nicht mehr. Ja, voll. Naja, gut. Ich mein, der Nachwuchs hat gejubelt, weil ich stand direkt daneben. Das war nicht witzig. Also, wie die klingen. Aber 20, 30 Leute waren das vielleicht. Du kannst es doch mehr im Jubel erzählen, weil die haben einfach scheiß Support gemacht. So. Die haben ja einen Support. Ja, das ist aber auch einfach andere Klientel. Das ist einfach alles. Support ist. Das ist einfach andere Klientel. Also, ja. Das ist schon okay. Das ist nicht mehr so dieses. Ich denke auch, wir waren mehr als. Das ist schon. Ecke. So. Ich steige ab. Wir sehen, ob es doof halt. Oh, das war noch ein bisschen fast. Oh, nicht schlecht. Und? Ui, der kommt gut. Oh. Nicht schlecht. Hier, was ist das, Nummer 4? Nee, sehe ich nicht. Könnt ihr mal eine Zuordnung machen? Ihr redet 20 Sekunden und geht nicht durch. Ich muss mal bei SG Dresden Riesen vorbeischauen, ne? Zeitgleich immer wieder. Ach, sind die das? Na, die hatten also heute waren eigentlich nur noch. Ich hab jetzt auf der Stadion. Das Stadion hat gehabt. Schauen wir uns das drin. Okay. Oh, schön. Na, Luf? Oh, ne, guck mal, nicht mehr schauen. Komm mal hin nachher. Wo bist du jetzt hin? Was? Wo bist du jetzt hin? Weiter!
hier rechts rein und dann ganz, also rein hier rein und dann genau rechts. Alles klar. Das ist Zoom-Loop oder schwarzes Ding, ne? Na, dass die Wippe hier möglichst, genau, möglichst keine hektischen Bewegungen. Weil das ist ein bisschen doof. Gehen wir wieder auf den Loop. Immer ein bisschen in Einwurfsituation ist versetzt. Okay. Schiri, da ist die vorne gelaufen. So. Nächsten Ziel von Benji. Okay. Mein Name soll mir genannt werden. Sein Name. So mag ich das bei Mannschaften. Meine Frau ist auch nicht so. Nee, wirklich. Die hätten sich was geprügelt, hätte ich mir. Aber wieso das? Okay. Ne, irgendwie. Danke. Das ist, nee, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht schlimm. Oh, jetzt ist sie ab. Schade. Scheiße! No, schön. Er ist frei. Schön. Was wolltest du wissen? Schießen. Auch Ecke ist immer schön. Schießen hat er gestern schon gespielt. Das kann sein. 3-0 gegen eine Sportfreunde gewonnen. Ah ja, stimmt, stimmt. Und heute spielen eben, wie gesagt, noch Südwest gegen Löttau, die haben 15 Mal angefangen. Und ESV Dresden, Radeberg. No. Das noch. 15 Mal haben die angefangen. Ja, das ist jetzt ein bisschen schlecht. Zwei Westen spielen die eigentlich? In Gittersee. Ach, in Gittersee, doch. Nano hier im Gewerbegebiet. Im Gewerbegebiet, Mensch. Ja, kannst du mit der 3 hoch nach Boschitz fahren, genau. Und von denen dort auslaufen, so weit ist es nicht. So. Ui, ah, schade. Morgen Umdruck beim Kaniewski, ey. Oh. Eben zum Anschluss. Scheiße, ich habe eigentlich tue mich an dem Tag im Rennen, scheiße. Am Abend Dienstag. Scheiße, Moment, OV verschieben als der Mensch, glaube ich. Und nee, ich muss dann auch wieder aufhören. Das geht nicht. Deswegen hat er auch 21 Uhr als Beginn. 13.15 Uhr, ja, das könnte man sogar hinkriegen und darauf mit dem Tag. Ich weiß nicht, ich sollte meine Vorschule schon halbwegs nüchtern absolvieren. Ja, stimmt. Hilft meistens. Ich glaube, das sollte sogar funktionieren. Wie alt bist du denn eigentlich? Was? Wie alt bist du denn eigentlich? Wie alt ich bin? Ja, ich brauche noch eine. Ich habe Zeit. Es drängt jetzt nicht irgendwie was zu bekommen und so. So schön alles so lieb. Ja.
Schlag offenbar. Ja. Alter, Alex, komm! Pass ihn nicht so weit. Was? Ey. Hä? Was war das denn? Ah, schade. Nun? Ist er da hinten drauf? Wir haben keinen Wappen. Da ist Eisenbahner vom Verein. Wir haben kein Wappen mehr auf unserem Trikot. Was haben wir noch? Kein Wappen mehr auf unserem Trikot. Ach so? Mhm. Das heißt, der Stern ist auch weg. Nein, die zwei Sterne, ne? Aber ja, zwei Sterne. Haben wir nicht zwei? Na klar, drei in der Vorbereitung war schon klar. Ja, ich glaube, aber ich glaube, du kriegst nicht für jede Meisterschaft ihren Stern. Du kriegst überhaupt keinen Stern, das kann man nicht drauf machen, oder? Ist das nicht offiziell? Doch, ist offiziell. Sterne sind offiziell. Ach so? Ja. Die Name hat nämlich auch drei drauf, vier drauf. Also, ja. Nee, die Name hat einen. Das war auf dem Trikot. Wir sind vor uns erst der Dynamo-Bahn begegnet. Da ist ein Stern drauf und da steht drin, wie viele Meisterschaften. Nee, also ich bin mir ein, du kriegst Pro-Meisterschaften. Nee, du kriegst einen ab ersten der Bayern und drei und einen zweiten nach der dritten. 18 Sterne haben sie aber nicht, sie haben glaube ich vier mittlerweile. Das ist gestaffelt. Ja. Also ich bin mir am zweiten. Ja, das ist gestaffelt. Doch echt, ich bin mir am zweiten. Ah ja gut, ist ja auch nicht so gut. Oh nein! Ich sehe hier irgendwie ein Remis. Woran liegt das wohl? Rot gegen Blau ist auch so ein Klischee. Wir hatten heute Rot gegen Gelb. Ich fand das aber sieht auch schön aus. Oh, jetzt. Doch, jetzt kommt das. Jetzt kommt. Ah, schade. Oh, etwas älter aus. Nö, das sieht eigentlich schon richtig aus. Ich habe immer diese Striche und so irritierend ein Stück weit. Kleefeldstriche oder? Die Basketballstriche. Basketballstriche. Die haben immerhin hier Zwischenwochen auf was sächsische Sparkasse. Wir haben noch mehr Sponsoren, so ist es nicht. Ich sehe aber. Oh, schön durchgelassen. Dritten, ja. Das Buch ist besser, weil der konstant Anweisungen gibt. Ich weiß nicht, was die Spieler sind. Weißt du, was eigentlich Boris, wenn der bei uns immer die Anweisungen gibt, der gibt mir konstant Anweisungen für das Spiel. Ja. Also vor allen Dingen, dass es aussieht, wie als ob er geplant hat. Ja. Ja, aber es ist ein bisschen komisch, wenn ich hier extrem wenig. Nano? Was auch nicht. Sonntagnachmittag, wer weiß. Sonntagvormittag ist nicht viel besser. Das ist richtig so. Uiuiui. Ich hab auch keinen Bock auf Sparkassen, aber Digga. Weiter! Das ist nur der Liga-Sponsor, der dahin muss. Also haben sie jetzt irgendwie zwei Sponsoren. Wer weiß. Der Ball? Ach scheiße. Was jetzt aus? Ja. Hm.
angesagt, noch auf Nummern. Und da fliegt er mal wieder nach vorne. Nein. Oh. Oh, schön. Ah, schade. Der Weiße. Nee, ich muss erst mal gucken, nur dass man orientieren wurde jetzt. Nur der Weiße. Ja, schon allein vom Abstand Strafraum Außenlinie siehst du, dass der Platz ziemlich klein ist. Das müssten 16 Meter, ne? Nee, 16 Meter ist der Strafraum. Auf der Grenze, ja. 16 Meter. Na, von der Mitte zu, also von der quasi von der Linie zur Außenkante müsste genauso tief, so breit sein, wie der tief ist. Also 16 Meter. So, warte mal, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Also ein Fußballfeld ist standardmäßig 106 Meter lang und. Oh, und da hat das Aluminium gerettet. Ich gehe aber noch weiter. 106 Meter lang und 67 Meter breit. Standard Essen, Standardmaß. Ja, nee, es gibt da einen Bereich. Ja, es ist relativ offen, aber so mittlerweile auf die Standardmaß ist eigentlich so 105-106 mal 64. Uiuiui. Warte mal, ich muss nochmal aufpassen, was? Du hektisch. Ja, gut, schön. Schade, ich gucke mal. Oh, gut gesehen jetzt. Ja. Ja. Weiter, Kosten, komm, weitermachen! Positiv hervorheben. Ui. Vom eigenen Spieler? Er hat versucht, den zu verlängern, Stoß. Das hätte er halt nicht. Ich glaube, wenn er den gelassen. Wahrscheinlich. Aber möglich. Ja, Radeberg gewinnt ein bisschen die Überhand. Halbe Stunde gespielt. Schade.
Ah, doch. Offiziell gab es heute 136 Zuschauer. Aha. Krass. Nicht so schön. Was war das denn? 136 Zuschauer. Das war auch mehr als die Hälfte bei uns, oder? Naja, aus 70 waren es schon. Ja, so. Freistoß. Ja, so. Oh, jetzt können wir nachzählen. Ja, ich habe mal so überschlagsmäßig nachgezählt, bin ich auf 70. Da standen bei mir auch noch ziemlich viele. Ach stimmt, oh, das auch noch? Ja, ja. Ah, schade. Ich habe eigentlich nur so diese Bäden, die dort auf den Bühne mehr oder weniger standen. Ach so, nur so. Dankeschön. Ui! Aber war abseits gefilmt vorher. Weiter, weiter, gut! Jungs, der Kiefer macht einmal eine Antäuschung in die Richtung. Er rennt dreimal dorthin, dann ist alles frei. Genau, so ist es. Fans, ich hoffe nicht. Naja, aber er hat eigentlich. Naja. Was? Aber nee, das war jetzt, das war unnötig. Nee, das war jetzt, das war unsinnig. Ziemlich krass, ne? 200, 300 Meter Luft, der nächste Sportplatz. Also. Auf wann haben die das letzte Mal gegeneinander gespielt? Die gegeneinander, weiß ich nicht. Letzte Saison nicht, die sind ja auch aufsteigen. Ne. Man muss schon lange her sein. Ich fand irgendwie die Spiele bei Post übelst genial. Also. Eine fundamental eine riesige Entfernung zum Auswärtsspiel. Immer um die Straße. Naja. Aber soweit ist es auch nicht weggefahren von uns auf Friedrichstadt. Nee, schon. Das sind auch höchstens 2 Kilometer. Uiuiui. Ah, aber das sieht schon. Klar. Wir haben eigentlich letztes Saison haben wir gegen Post 6-2 oder so gewonnen. Das in der Auswärtsspiel. Also ist so. Und das 6. Nee, ich glaube, es war 4-2, ne? 4-2 ist immerhin. Das war zumindest gut. Nuno, wir haben da gut gemacht. Also richtig. Ja. Dreimal ordentlich gespielt. Und trotzdem standen sie am Ende vor uns, trotz zwei Saisonsiegen. Tja. Jetzt dürfen sie irgendwie vor 70 Zuschauern spielen. Ja, ja! Ja! Ja, morgen. Ah, das war gut gestorben, also. Ja. Naja. Ja, muss man machen. Auf jeden Fall. Oh. Wirklich? Oh, schön gemacht. Wie hat das da was von. Was? Von einem Fußball so von der Intensität. Ja,
Oh, was war das denn? Was hat er denn jetzt versucht? Ah, oh, nee, hä? In die Knie. Aber das hat er gut gemacht, hat er gut nachgesetzt. Das war nicht blau, das war rot, das ist richtig. Der fliegt da hin und tollt rum, ey. Ich glaub's nach. Falle! Falle! Na ja, gut. Kontrolliertes Fußballspiel sieht anders aus. Jetzt ist er schön. Oh, schade. Ah, schade. Schade, schade. Schöner Versuch. Das wäre ein schönes Tor geworden. Ja, schön gelupft. Gut gemacht. Gut, die sind da auch untergegangen, also. Ja gut, sie hatten damals keine Fans, sie haben jetzt heute immer noch keine Fans. Also. Das stimmt auch nicht. So, das Schiri, ehrlich. Aber wirklich. Ja, gut. Oh nee, was ist das eigene? Die 10. Wer ist das? Die 10 ist der Russe. Wer? Die 10 ist der Russe. Wir haben genossen, also bitte. Götti, hey, weiter, ruhig, ruhig. Götti mit. Zeit, Zeit, geh. Alle. Kontrolliertes Fußballspielen. Ich glaube, dagegen war das, was wir heute irgendwie fabriziert haben, das ist eine schöne Spielerei. Wieso dagegen? Das lässt sich mal einiges anderes messen, als wir heute fabriziert haben. Aber nee, ehrlich mal. Versprecht wieder. Aber wenn, wenn wir den Armut schießen weg haben, das ist also schon die ganz schnell. Ja. Nee, das ist. Also ich glaube, hier ist glaube ich, das ist das. So, jetzt zweiter Einwurf ins Zentrum. Steht keiner da. Ich glaube, wir können in der Saison jeden Schlag. Naja, so gucken, wie es gegen Striesen läuft. Sicher, aber guck mal, jetzt Südwest schlagen. Ach, da muss man doch mal einen Abschluss machen. Schade. So, erste Halbzeit. Was macht denn der jetzt so? Das sieht irgendwie zombie-mäßig aus. Ach Quatsch. Hör auf. Was machst du da unten? Ich hab das, was ich schon gesagt habe. Sag doch, Schei. So, nochmal einen Move auf RSV. Ein Scheißwetter, was da hinkommt. Der hat seine schöne Wasserschlacht heute Abend. Ich will ein Eis haben. Ein leckeres Vanilleeis. Mit Joghurt. So, zack, zack. Da sind. Da, guck mal. 5 RSVer im Strafraum.
vom ESV. Beim ESV stehen drei im gegnerischen Strafraum. Wenn überhaupt. Was? Was soll das? Na gut. Hat doch um Ball gekämpft und hat ihn verloren. Das war auch ein bisschen genau. Und es geht weiter. Gott, die Emotionen wieder. Naja, was das ist sportliches Spiel, ja, hallo. Ja, ne? Außerdem sind wir ja nicht nur für uns zuständig, sondern die Herrschaften und Damen hinter uns. Ha, ja, ich merke es schon. Naja, ist ja auch so. Ich würde natürlich gerne noch mal... Oh, how hey, das hier wird ihm wahrscheinlich nicht so gefallen. Wieder nichts anderes über die Lippen, also. Zeig dir was. Lass drauf, Mann. Eisenbahn. Du Arschloch. Ich weiß nicht, wie lange gibt's denn hier? Sehr lange, ne? Doch, die gibt's schon. No? Ich glaube, sie haben mit dem Eisenbahnern am Rangierbahnhof nichts mehr zu tun. Nee, das glaube ich auch. Wir stehen hier zu! Außer, dass sie irgendwie ein paar hundert Meter entfernt liegen. Gut, demnächst wird auch der Rangierbahnhof zugemacht. Also. So? Also der, die verladen aber noch die Cargotram hier? Ja, das ja, aber das ist ja in diesem Güterverkehrszentrum, dem eigentlichen Rangierbahnhof. Und das war die erste Halbzeit. Wir haben ein 0-0. Wo sind die andere Hälfte? Ach, da hinten. Und weiter geht's. Guter Abwurf, ey. Oh, schön. Troff. Oh, schade, nie erwischt. Das war schön. Und uns aus. Schön. Nö, nee, ist alles okay. Das hat ein Kollege heute Morgen gemacht, aber. Ja? Nö. No. Aber du stehst ja super. Genau. Das sind ein paar mehr Fotos. Wo hat sie die dann alle zugeschickt? Genau. Wie war das heute Morgen? Ich weiß nicht, ob bei Dynamo. Wer hat das gesagt? Na hier, der Dynamo, weiß nicht. Einer von den Dynamos halt. Einer von den Spielern. Wir sind bei Dynamo. Ja, das ist das Problem. Leute, ihr seid bei Dynamo. Uiui. Eieieiei. Das ist ein Gestocher. Das hätte doch mal vorspielen können. Auch schön, ne? Der Ball verlässt das Mittelfeld nicht. Uiuiui. Jetzt muss er mal abziehen, jetzt ist es drauf. Und. Sauber Seitenkreuz. Das war aber leicht. Oh, da liegt er noch. Nicht schön. Schade. Geht weiter. Wird schon ein bisschen weiter. Ein Wurf von der ESV.
Ich finde solche Fußballtage eigentlich sehr, sehr angenehm. Uiuiui, das kann das sein, Ah, nee. Schön gemacht, ja. Ecke von der SV. Man sieht, die Abwehr ist organisiert. Oh, schade. Komm, geht das nicht nochmal? Komm, ich gleich zu! Weiter ein Stück. Der Schiri soll eigentlich ruhig sein. Ei. Ei, oh, das klang aber nicht gut. Genau, das sagt der Spieler, wenn das hier reinkommt. Oh, das sah nicht gut aus. Na Gott. Scheiße. Ich habe irgendwie bisher einmal einen Helikopterlandung auf einem Spielfeld beobachtet. Das war irgendwie im Winter irgendwie bei einem Frauenspiel in Löppbaum. Da ist der Helikopter dann mitten auf dem Spielfeld gelandet und der Glühwein war dann irgendwie an der. Okay, also die Szene ist wohl ernsthaft verletzt. Das war irgendwie. Okay, die Kausalkette schließt sich mir gerade nicht. Nee, es war, ist okay, eine Kausalkette ist einfach nur so eine Nennung Scheiße. Von Ereignissen. Ich hoffe. Es war da irgendwie im Wald dort und. Was? Nee, er hat es nicht gemacht. Ernsthaft? Sicher, dass es keine Trainer hat? Er hat. Was der Spieler hat gesagt, ich kann es nicht sehen. Also, ich bin davon aus, dass es nicht sehen. Wenn ihm nicht vorher gefällt, dann ist es wahrscheinlich schon ein Zusammenschluss. Ja, ist schon. Die sind beide zum Wetter hochgestiegen, ich glaube, der eine ist halt bei sich vorangestiegen und hat andere Schulter. Also, das ist ein bisschen. Das ist alles anders. Ich hoffe, es ist scheiße. Das ist ein Dorf. Ja. Das klang halt auch ein bisschen krass. Wieso gibt das jetzt eine Karte? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Na gut, der Linienrichter hat gemeint, es muss eine Karte geben. Also gibt es jetzt eine Karte, ich verstehe das nicht. Hat sie jetzt für den Gustl? Nee, ist jetzt für die 8, oder? Für die 8, ne? Ja, gut. Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, Karte. Das war ein ganz normaler Zweikampf, das ist halt ein bisschen unglücklich ausgegangen. Das kann passieren. Genauso wie auch heute bei uns, da war ja auch mal so eine Zweikampfsituation. Nee, also heute der Schiedsrichter. Also, kurz zu gucken. Naja, aber... Nee, ich meine jetzt nicht, wo der Tod rein ist, sondern irgendwie was davor. So, naja. Hier ist ganz schwach. Ich denke mal schon, ja. Okay, also die Zähne steht zumindest wieder.
Bist du das hier? Oh, schön. Schade. Ach, Scheiße, ey. Ja, da ist schon mal Zähne verloren. Nee. Schande. Das sieht auch nicht schön aus. Stadion, das war übelst geil. War einfach so Hang war. Ja. Oh, schön. Oh, jetzt hat er mal abziehen können. Ich verstehe es auch. Ich muss schon mal gucken, warum die ob die Gelbe gleich frisch war. Alte Scheiße. So, naja. Wenn die Dinge jetzt auch so spielen, ziehen wir die Bilder weg. Das ist wirklich so, also das ist echt kein Spiel. Ne? Da kommen auch mit einem Drittel A-Jugend. Ja, jetzt meckert doch nicht rum. Das bringt doch auch nichts. Hör doch mal auf, wenn man Tier ist. Okay. Was? Abseits hat Abseits angezeigt? Ich weiß nicht. Es könnte sein, dass er Abseits angezeigt hat. Okay, jetzt wird irgendwie jeder Kontakt gepfiffen. Hat er sich schon? Und direkt geht's weiter mit Lügsch. Heute. Aber ich hab so, jetzt gibt's gelbe Karten. Nee? Nee, fürs Meckern hätte ich jetzt eine gelbe gegeben. Weil der hat jetzt hat das Spiel verloren. Ich hab bei Wigfer heute echt auch immer wieder so gedacht, so, fängt er? Ja. Nein, Wigfer hat so ein Spiel doch in Ding gehalten. Richtig geil, also. Eieiei. Komm, gib rein. Ah, naja, wird abgefälscht. Schade. Stimmt. Nee, aber irgendwie immer dieses Gefühl, die machen einen Angriff. Und dann geht er irgendwie vorbei und du denkst dir erstmal, bestanden. Also, es waren auch für den Namen heute nach draußen dabei. Aber die haben halt keine Auslassung. Ja, gut. Ah, gut, wir hatten so, jetzt schreit sich der Spieler mit dem Linienrichter oder was? Was? Hey, aber was ist das? Verbucht euch! Was ist denn das für ein Unsinn? Ja, genau, weil die Rudelbildung in einer Mannschaft, ja. Rudelbildung mit Schiri und Spieler, hallo? Das war irgendwie mal so beim BVB, irgendwie der Amoroso hat mal irgendwie eine Mitspielerinne geknallt. Oder nee, war es der Lehmann, dem Amoroso, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie dafür hat es dann auch eine Sperre gegeben. Natürlich gibt es dafür eine Sperre. Ja. So. Oh, über das Tor.
Aber so eine Tätigkeit, das muss ich gar nicht tun. Ja, aber hast du gesehen, wie das noch kann? Das ist ja eine Tragödie. Oh, das sieht irgendwie. Kommt der jetzt wieder aufs Gelände? Nee, aber auch nicht bei beiden Mannschaften. Na, no? Das ist eigentlich Amtszeugnis. Dagegen sind wir noch Champions League. da fliegt aber jemand hoch. Ach, du meinst Schalke, oder? Aber auch da. Hallo. Ich bin nach diesem grandiosen Sieg in der Woche. Bin ich schon vollkommen zufrieden. Also, diese Europa League einzuziehen. Das ist super. Ja. War ja ein schönes Spiel. Richtig geile Tore. Und der Huntelaar. Bam, bam, rein. Sauber, Carsten. Nächste Version. Das ist gut. Jetzt ordentlich. Alle kommen gut zum Tor. Das war besser. Was? Ich hätte eher andersrum gefickt. Da hat er gar nicht. Das ist ein Pille zum. Nee, ich schüre, also entweder greifst du mal durch oder lässt es jetzt einfach sein. Hey, weiter, weiter! War aus? Der war aus, ja. Weiter! Sicher noch, als die Mannschaft. Jo. Die fangen echt nach Spiel und Schläger. Also. Ja, aber beide Mannschaften Schiris oder was? Ja, nee. Das ist doch. Aber das ist doch ein. So, jetzt Tor. Nee. Obwohl ich glaube, beim Stadtpokalfinale sah das nicht viel anders aus. Also, da war jetzt auch nicht so. Also, auch beim siegreichen Gegner sind nicht so die Spielqualität. Und? Nix los. Ist der feucht. Der hat den jetzt voll gemerkt und kriegt keine Gelbe dafür? Also was macht der Schiri denn? Ich würde den eigentlich also, also schon, dass der Schiri den Mist gepfiffen hat, war schon Schwachsinn, aber dass er dann noch nicht mehr das Meckern bestraft, das doch. Wenn ja, also. Hätte aber auch halt die Namen von der Schiri gesehen. Ja. Das sind sie halt runter. So egal. Dann haben sie doch dort gemacht, noch drei von den Meckerns gesehen. Echt nicht speziell. Ja. Zwei oder drei? Nö, also mindestens zwei. Uiuiuiuiuiui. Aber dort ist schon da. 16 Uhr. Ich spiel gerade mal 17 Minuten. Das ist richtig, 17 Minuten. Meine Kamera hält noch 7 Minuten durch. Genau dann wird's Tor fallen. Nano Schweiß. Ich bin mir sicher sogar. Ich glaube, du solltest irgendwie die beiden Mannschaften mal fahren. Genau. Mein Schiri fragen auch eine Pause einlegt. Ach na ja. Zeit. Oh schön. Oh, schade. Schade. Doch, dann hat er den Corona gegeben. Das Schübel von den Trainern ist eigentlich immer das Beste. Ja, das ergänzt sich. Oh, was pfeift denn der schon? Ja, schon. Mensch!
Ja, komm, auf die Eint, die müssen noch auf dem Platz fliegen. Die klettern dann den Baum durch. Also. Ja, aber wirklich, also. Die kriegen Platz vorweisen, die müssen den Platz vorweisen. Ja, die können wir auf die Tribüne. Ja. Gehen den Bier. Oh. Ich glaube, der Trainer weg. Ein Tor! Von der Nummer, ne, es waren nicht die 5, sondern die 9. Die Nummer 9. Die 9 hat es so geschossen. So, da liegt aber leider trotzdem noch jemand am Boden. Ach nein. Ach nein, ey. Okay, geht. Mist. Na gut, es geht weiter. Für die Nummer 16, es geht weiter. Wie viele Minuten wurde das? 19, 40, 40. Genau. 24. So. Ich gebe dir schon mal mein Telefon. Du musst dann nur auf Start drücken und auf Start. Start ist hier oben. Start ist hier oben. Das ist so ein Riese! Was ist das? Das hat doch noch niemand gefilmt. Das erste war sogar ein. Ach, das ist ein Unsinn. Schöner Befreiungsspiel. Eieieiei. Der alte Schiri, der alte Trainer. Alter, der seit fünf Jahren eigentlich nur rum. Oder ist das ein Trainer der alten Herren, oder was? Der alten Herren, ja genau, das ist so eine Oppositionsbewegung im Verein. Ja. Seniorenmannschaft? Was? Seniorenmannschaft? Ja, natürlich, aber die sind so ein bisschen auf dem Oldschool-Trip und sagen immer, es läuft nicht mehr. Früher, da war Dampf drin, weißt du? Vor 10 Jahren. Dampf und dann kam Elektro. Boah, Schluss. So, wenn das Video jetzt gleich wegflippt, dann war der Akku alles. Geht aber fast weiter. Na gut, der Ball ist weg, nochmal. So. Das waren genau 33 Sekunden. Das ist doch schon eine Weile. Also okay, wir hatten jetzt gerade eine kurze Akku-Wechselphase und so. Wir haben nichts verpasst. Ein Angriff vom RSV ging ins Leere. Das war's eigentlich. Okay, also 33 Sekunden Pause. Offiziell noch 22 Minuten. Okay, mein Akku hält noch 18 Minuten. Naja, gut. Ja. Also es könnte... Du musst unauffällig ab und zu mal abschalten. Hast du auf dem anderen noch was übrig gehabt? Nee, war es quasi eine Minute. Na gut, hätte. Der hätte vielleicht noch 5 Minuten geklappt, aber wer weiß. Tja, siehst du, daran wird's liegen. Na ja, gut, dann ist es jetzt halt so. So, wir haben in den letzten 3 Minuten auf dieses Spiel, diese Weltöffentlichkeit. Nee. Aber das ist mein Anspruch an meine Amateur. Oder umdrehen! Alex, dreh doch mal auf den letzten Mann! Komm ran, Dieter! Ich bin mir sicher, ob Dieter ist eigentlich. Ich fand übrigens die ersten Videos cool, wo während der Zeitlupe noch betont war. Das hab ich schon mal weggemacht, weil es war echt ein bisschen doof. Nee, ist bloß sinnvoller. Ja, natürlich, aber.
Ich fand's ja auch witzig, aber dann wurde mir gesagt, eigentlich nee, so gut ist eigentlich nicht. Dann habe ich dann auch doch wieder gelassen. Also ich habe das auch bewusst noch drinnen gelassen, aber. Ja. Gegen Dynamo 3. Außerdem haben sie es vor uns durchgemessen, wobei ich noch nicht weiß, warum, aber man es gemacht hat. Ja, damit der Kunstrasen wächst. Ja. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich irgendwelche Finger. Nur das Granulat saugt sich dran voll und es ist weicher, oder? Ja. Und es bleibt unten und. Aber schlägt nie hoch. Es schlägt nie, das ist natürlich auch wichtig. Ich muss auch nicht den Scheiß in den Ring. Mastergehege. Hab ich irgendwann auch mal gespielt. Wenn das irgendwie wenn das Staub trocken ist, dann stäubt das immer wieder. Jetzt mach doch mal drauf. Oh nee, da hoch gehalten. Also. Nee, weil auf den Plätzen im Ostergehege, wenn das vollkommen trocken ist und so, dann tut es bei jeder Bewegung, die du auf dem Platz machst, einfach immer nur hochgehen. Das ist einfach scheiße ein Stück weit. No. Das hast du ja bei Post gesehen, wie das Türstück immer hochflog. Ja, siehst du, und das, wenn es besser ist, glaube ich, kannst du ein Stück weit verhindern. Wobei das hier irgendwie noch eine ganz andere Art von Kunstrasenplatz zu sein scheint. Naja, genau. Weil, guck mal, das ist irgendwie... Eigentlich hast du immer Granulat drüber. Ja, aber das ist irgendwie nur was anderes, weil es ist irgendwie nicht so hochgewachsen und ganz flach. Nö, das sieht bei den anderen auch nicht anders aus. Ich bin sicher, wenn du ein bisschen näher rangehst, sieht das genauso aus. Geht's weiter? Was wollen wir jetzt nicht? War nichts. Das ist dumm so wichtig. Das Einsatz zeigen hier. Mach mal was. Das gibt's auch selten, ist der. Zumindest die Spielerfamilie. Tja. Was denkst du, wer das ist? Das könnte mehr sein, aber... Wenn die aus Familien kommen, nennt sich dieses komplette Konstrukt... Wechsel beim ESV. Also irgendwie, wir machen es, mal was machen. Naja, das ist wirklich nötig. Es muss ja irgendwie ein Verein da sein, der... Ja gut, ja, aber... Es geht wahrscheinlich es geht raus, die Nummer 18. Wenn wir natürlich. Es kommt rein. Sehe ich leider nicht. Ja. Also ich bin erst gefühlt, dass die Spieler vorne irgendwie auch noch ihre Nummer drauf haben, weil. Naja. Ich meine, bei unserer Mannschaft kenne ich die Hälfte der Gesichter immer nicht so. Ja, okay, es war die Nummer 17. So. Eieieiei. Hohen Bein, also. Also der Schiri, naja. Schief gehen. Ja gut, die waren schon ein Stück weg, aber es ist trotzdem. Ich hätte immer selbst ein bisschen zu cool. Also so ja, naja, nur, das ist ja auch so richtig. Ach nein. Los! Schade. Gut, aber wenn er schon läuft, und der läuft ja schon vor Minuten. Also der hat ja nicht gerade das angefangen. Was war das denn jetzt? Richtig. In meiner Schalke-Traumwelt. Aber die Blauen sind doch Schalke. Das, was ich jetzt hier gerade, was ich die Woche gesehen habe, war wirklich Traumwelt. Eine Alpentraumwelt. Hallo, Alpentraumwelt? Ist wie geil das Spiel war. Achso, das heute, ja. Nee, der klar. Der kann man nicht sagen. Nee, das Spiel war. Und dann auch bam, rein. Achso, ich hab die Spiele nicht gesehen. Ich bin noch im Leben. Was lief auf WDR oder was? Ja. War der echt aus? Allein hier noch schon mal aus. Aus. Schieben, lass die Ränder nicht mehr kommen. Hier ran, das Einwurf. Achso, ja. Mal ein Wurf, genau. Gut. Schön gemacht. Hätte. Guter Pass. Komm schon ran.
Was? Da pfeift der. Was hat denn jetzt gepfiffen? Das war wahrscheinlich der Schubsen, aber der wollte es noch weiterlaufen lassen wegen Vorteil. Nein, gut, okay. Na gut, nee, das kann sein. Nee, das kann sein, gut. Ja, nee, das stimmt. Das ist schon okay. Er hatte ihn schon nicht. Ja, nee, ja. Aber vielleicht war er sich auch nicht sicher, weil es so nah am Elfmeterraum war und dann wollte er einfach keinen Elfmeter geben oder so. Ja. Ja, weiß. Das ist 16er. So. Tuschel, tuschel, tuschel. Schön. Oh nein! Das war knapp. So, es steht immer noch 1-0 für den SV, nicht? Ja. Arbeiten! Ihr seid doch nicht bei der Freizeit. Oh, schön, ja. Schön, ja. Schön mitgespielt. Ja. Was war Abseits gefunden? Abseits. Ich hätte es ein bisschen spät gesehen, glaube ich. Also kannst du echt hoffen, dass wir den Schiri nicht bei uns haben. Uiuiui. Ein Sturz. Kannst du entscheiden, ist es lieber schlimm oder. Ja, ich finde nur ein bisschen das. Schade. Raus, Mann! Alter! Jetzt waren sie ein bisschen aggressiv, die Leute. Ich glaube, das ist die Stimme. Oh, was ist das? Ui! Ja, gut. So, du ist es manchmal sinnvoll. Die Energie ist raus. Kommt ihr weiter, stellt euch wieder richtig! Kommt, Männer! Im Gesicht angenommen. Oder so. Noch? Sind sie noch oder was? Na ja, gut, mal sehen. 5 Minuten fehlen vielleicht am Ende. Na ja, ist trotzdem schon. Nein, läuft aber auch keiner vor, ne? Oh, mit dem Chopkick hier. War da drinnen? Nee. Nee. Aber Ecke, ja. Nee, vielleicht will irgendwann der erste die gelbe wegen Lecker. Das will ich nicht. Das hätte er eigentlich schon längst machen müssen. Das Spiel vorbei, weil so viele Leute vom Platz geflogen sind. Wahrscheinlich. Nee, ja. Mit weniger als 7 Leute kann ich spielen. Es geht weiter. Da war doch nichts jetzt. Also ehrlich. Hat das Ecke gezeigt? Nee. Der hat hier in die Ecke. Also, war das jetzt? Ich verstehe das nicht mehr. War das jetzt eine Ecke oder war das irgendwie? Hat sie die Ecke gezeigt? Also, ich meine, da war ja wirklich nichts. Also, der kann ja nur. Also jetzt verstehe ich das gar nicht mehr. Das ist vielleicht hinten raus. Ach so, der reingespielt und dann hinten raus. Nee, naja, gut, wenn er es sagt. Hat er sicher. Gut. Hey, wann wollen wir denn? Nein. Das erklärst du im Nachhinein alles mit Video. Nee. Das ist doch auch so schön. Ich meine, die letzte Saison relativ günstig, als irgendwie die Monarchs irgendwie ihre Footballspiele hatten, oder diese Yardlinien. Das stimmt. Die letzte Mal auch das erste Mal gefallen. Nein, die waren auch richtig gut zu sehen, wenn wir zum Spiel. Oh, das ist wirklich für die Schiedsrichter relativ günstig. Relativ günstig wegen Abseitsstellung. Ja. Aber auch zum Beispiel in normalen Bundesliga-Spielen hast du ja immer diese Linien. Oh! Das war jetzt aber 11 Meter. In normalen Bundesliga-Spielen. Und es gibt Geld für die Nummer 4. Diese Linien, die durch Rasenmähen entstehen. Also das war jetzt unnötig. Hat er das schon? Gelb-rot? Hat er auf den Punkt gezählt? Es muss einen Elfmeter geben. Das war.
Nee, war es gelb-rot? Das war gelb-rot, ja. Für die Nummer 6, oder was? Für die Nummer 4. Ach, Nummer 4 ist das, ja. Okay. Und einen Elfmeter. Nur Nummer 4 ist richtig. Aber das war jetzt auch ein unglaubliches Spiel. Ja. Jungs, kommt, pass auf, genau, wenn er am Punkt steht, ist er ein Akku vorbei. Nee, nee. Oh, doch. Ah, scheiße. Eieieiei. Mach. Das liegt auf deinem... Ja, das ist dein... Das kannst du jetzt auch mal wechseln. Nein, du bist nicht. So, also wenn der... Ja, war euch schön gemacht. Nummer 8. Ja, genau. So, also es kann sein, dass wieder der Akku alle ist, weil mein zweiter Ersatz-Akku auch alle ist. Ich werde nochmal versuchen, den Akku nochmal zu wechseln, aber... Was ist hier so? Die Nummer 8 hat es geschafft. Aber ich denke, es gibt noch ein paar Minuten Nachspielzeit, weil vor uns wegen der Verletzung. Beide konzentriert, Jungs! Beide konzentriert! Hey, du bist ein Mann, der Granati! Denke mal! Welche Nummer wurde runtergestellt? Die Nummer 4. Seid ihr? Geräusch ist. Das ist ein Kinderwagen. Gucken, ja. So ein kleiner Regenschauer ist der Kinderwagen. Ja, ist ja normal. Eieiei. Gleich wird er eingewechselt. Oh, aber läuft er durch. Jetzt müssen wir in die Flanke reingehen. Wieder hinter, helfen! Ecke, jawohl. Okay, stopp. 32 Sekunden. Ach, ich bin so gut. Also 32 Sekunden bei dem zweiten Akku-Wechsel, ne? Wir haben nichts verpasst, wieder ein Angriff vom SV. Und jetzt muss er mal abziehen. Ui, ja, aber war nicht so schlecht. Okay, aus. So, wie viele Minuten haben wir noch übrig? Ah, na gut, das gibt der zweite Akku. Irgendwie so 8 oder so. Ja gut, nee, das schaffst du nicht mehr. Der zweite Akku. Der Elfer war irgendwie in der 80. oder so. Komm doch mal, hey! Eieiei. Schön. Jawohl. Schön. Und jetzt drauf kommen. Oh nein. So, naja, gut. Wechsel beim ESV. Ronny, komm! Die 10 geht raus. Das ist ein Punkt, das spricht nach der Erbung. Jetzt geht weiter das Spiel. Für die 10 ist gekommen die Nummer 6 beim ESV. Gucci. Aber es ist doof, wenn Kinder da ist. Ne? Also es bringt halt auch nicht. Ich war im Befreiungstag, ja. Aber das war's nicht. Ja, stimmt schon. Ich glaube, passiert jetzt nicht mehr. Hätten wir irgendwie der 80. 2-0 geführt? Ich wäre irgendwie der glücklichste Mensch der Welt gewesen. Ja gut, aber wir haben auch gegen den anderen Verein gespielt. Das darfst du immer vergessen. Ich glaube, ja, stimmt. Dynamo 3 ist doch noch was anderes. Da kommt der Elfer! Ui. Ah, sorry. Nee, er war aus. Ja.
vorbei im Vorsorgen. War ein bisschen zu nah rangezoomt. Nein. Anschlusstreffer wäre nicht schon schön gewesen. Nur läuft noch. Sehen, wie lange noch? Ich glaube nicht sehr lange. Eine Minute vielleicht. Uiuiui, schon wieder Hostball. Der Schiri pfeift auf Anschlag. Das ist auch wieder so ein Ding, das ich schon wieder leiden kann. Da muss erst dreimal Schiri gerufen werden, der Rücken fehlt. Das ist eigentlich. Das sollte man sich mal merken. Zwei irgendwie auch letzte Woche bei den Messen. Genau, müssen laut genug schreien. Immer laut genug schreien. Hier, das war jetzt aber eine gelbe, ne? Boah, Matthias. Däumchen. Ja, der ist beim Sportfreunde. USV TU Dresden war schon. Nee, eigentlich schon zwischen. Noch bei unserem Sport. Hier, der Abstand noch? Nee, das brauchen wir nicht mehr messen. 9,15 Meter, sagt das schon. Genau, ja, genau. So sieht's aus. Ui, ah, das wäre schön gewesen. Das ist drunter gewesen. Wasser ist doch genug da, oder? Vordermann, linker Mann. Mann. Ball gespielt, ganz normal. Was pfeift denn der jetzt? Das, was er gerade nicht gepfiffen hat. Ich hab's nicht gepfiffen. Das war hier, wo der gerade umgelaufen ist. Ja, ich hab doch gesagt, das war Ball gespielt. Das war auch Ball gespielt. Nee, das war. Nee. Doch? Und da nochmal sein Auslinie? Nee, doch nicht. Doch, sein Auslinie, ne? Hammer. Also irgendwie schon vor uns schon mal so eine Situation, genau. Bam, raus. Genau. Das war gleich genau dasselbe. Ich schaff's nicht mehr ins Tor aus. Seid auch wenig gefahren. Aber kannst du ja wissen, den Ball, kannst du noch zustellen, wisst du, hast du noch eine Chance. Naja. Wie viele Minuten haben wir noch ungefähr? Klara. Fünf oder so. Reihe. Keine Ahnung. Respekt, was mein Akku noch aushält. Ja. Ich glaube, der hält länger, als du denkst. Also. Na, ich hoffe. Ey, so müsstest du in den anderen nochmal wechseln, weil der hat ja auch so ein klein bisschen Reserve. Ja, gut. Jetzt stellt der Dreier, ey. Ja, super. Ey. Ui. Nicht schlecht. Schön gemacht. So. Ich werde jetzt mal das Zoomen einstellen. Vielleicht kriegt das Holz an. Ist der mit dem Fanta sein? Vom PC dann so. Vielleicht was davor halt. Wobei ich ja auch noch Glück habe, gesehen auf meinem Handy, aber das ist natürlich nur so gedacht. Nee. Bei weitem nicht. Ach, ich könnte da könnte ich auch meins nehmen, aber ich würde es ja auch dann zusammenschneiden oder so. Nanu? Nee, das kann ich ja ohne Probleme. Das ist eine gute Idee, du hast recht, das wär's schon. Was heißt der Unmich? Nichts. Ein Niemand. Ein Niemand im Training. Eieieiei. Aber das sind so Beine mit gestreckten Beinen rein. Was? Da vergisst. Oh, das ist aber unsinnig. Der hat den. Das ist echt, ey. Der will sich um den Game verschätzen, oder? Das ist ja krass. Das sind vor allem die Beine mit gestreckten Beinen rein. Das ist nur die Frage, wer zuerst den. Ja, genau, wer zuerst das, das Gelenk des anderen streit. Also. Nee, ja, tut mir leid. Also. Das ist noch nicht mal 8 Liter, würde ich was der Schiri hier angeht. Ja. Auch im Schiedsrichterbereich gibt es noch Hochsorgen. Das ist möglich. Ja, ne, das glaube ich dir durchaus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mal keinen Nachhochsorgen im Schiedsrichterbereich dabei. Naja, gut, das ist so ein undankbarer Job. Jeder Verein ist ja, gibt ja bestimmte Quoten, ist ja verpflichtet, einen gewissen Anteil von Schiedsrichtern bereitzustellen. Ist sind die verpflichtet? Sein. Die müssen im Verein sein. Ja, im jeweiligen Verein. Die Schiedsrichter sind zwei. Und zwar war es mal so, abseits, dass die war kein Tor. Zwischen Schiedsrichter und die mussten dann mehrere hundert Euro Strafe zahlen an den jeweiligen Verein. Ich wusste nicht, dass es Pflicht
ist es Pflicht, welche auszubilden. Hä? War das jetzt ein Tor oder nicht? Nee, das war... Warum klatschen? Achso, weil die... Nee, das war... Das war Abseits. Ich glaube, Abseits, aber... Ja. Nee, der war nicht drin. Nee? Nee, okay. Gut, das ist aber... Jawohl, es ist an sich jede Mannschaft verpflichtet, irgendwie einen Schiedsrichter auszubilden. Und dann bereitzustellen für den Spielbetrieb. Kannst du nie einfach sonntig irgendwo bei Schiedsrichter? Ja. Die Schiedsrichter gehören zu einem Verein. Aber wie kommst du zum Beispiel, Markus Merck, der Schiedsrichter, der war beim FC Kaiserslautern. Bist du da irgendwie als Spieler rein? Nein. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der hat Stürmer gespielt und ist irgendwie so mit 14, 15 dann in den Schiedsrichterbereich gewechselt. Weil es irgendwie... Du kannst ja auch so einen Schiedsrichterbereich. Genau. Du kannst es teilweise auch parallel machen. Und drinnen, Anschlusstreffer. Von der, wer ist das? Nummer? Der hier läuft. Ich glaube, es sah aus wie die 18. 2 zu 1. Für die 19, das war die Nummer 19. Nee, das war der hier, oder? Die Nummer 14, ja. Ach, das war es nicht der mit dem Ball? Der gelaufen ist? Nee. Ich glaube, es war die Nummer 19. Nee, aber zumindest bist du dazu verpflichtet. Du kannst es teilweise parallel machen, also du kannst parallel Spieler und Schiedsrichter. Jetzt nimmt auf, sorry. Okay, also der Akku meiner Kamera ist leer, ich nehme jetzt mein Handy, wo ist das? Nee, ist eigentlich ganz günstig, also kannst du ihn koordiniert machen. Oh, ey! Den Schiri am Trigger ziehen, ja? Was beim Schiri am Trikot ziehen? Eigentlich müsstest du als Schiri erstmal hingehen, erstmal den Ende buchen. Also. Nee, aber dafür gibt es eigentlich okay. So, der hat da wirklich so. Nee, ja, ach Quatsch, fürs Zubbeln gibt's nichts. Also bitte. Das stimmt alles. Oh, hoffentlich. 1 zu 2 in der 88. oder so. Möglich. Das wackelt ein bisschen. Okay, also reguläre Spielzeit scheint um zu sein. Das war natürlich ein bisschen seltsam, das ist die Nachspielzeit nie mit. Na gut, der war wahrscheinlich auch nach Hause. Das ist ein guter Grund. Gut, ESV gewinnt gegen Radeberger SV mit 2 zu 1. Na gut.